Ich finde Smart Contracts einfach wahnsinnig interessant, weil sie die unmittelbarste Verknüpfung von Recht und Informatik darstellen. Die Idee, dass man wegkommen möchte von dem normal geschriebenen Vertrag auf Papier und stattdessen diesen Vertragstext dann in digitaler Form aufnehmen möchte. Der Ansatz Code as Law ist ein Ansatz, der von der Community aus dem Smart Contract Bereich verfolgt wird. Er besagt letztendlich, dass nur das Geltung erlangen soll, was der Programmierer in diesen Smart Contract einprogrammiert hat. Das hätte dann zur Folge, dass wir gar keinen Vertragstext mehr brauchen, also den klassischen Vertrag, den man unterzeichnet, sondern man hätte alles in Codeform geschrieben. Das unterscheidet letztendlich den Smart Contract, der ganz digital vorgibt, ja, nein, von einem normalen Vertrag. Der Computer führt ja ganz dumm letztendlich aus, was man ihm gesagt hat. Er kann aber nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Und es muss also eine Möglichkeit geben, darüber hinaus, über diesen eigentlichen Schritt des Computers, noch zu gucken, ist das, was der Computer umgesetzt hat, auch das, was rechtlich eigentlich gewollt war. Wenn man die Idee zu Ende denkt, dann stellt sich auch die Frage, ob es nicht eine Veränderung im Berufsbild des Anwalts geben muss, weil er zumindest in der Lage sein muss, einen Smart Contract auch auf Code-Ebene zu verstehen, wenn er es dann schon nicht selber programmiert, sozusagen eine Lesefähigkeit zu erwerben.